Morgen, liebste Fernbedienung, und herzlich willkommen in unserer kleinen US-Charts-Wohnstube. Und es gibt ein paar Fragen, die meine Charts-Redaktion und ich uns vor der Sendung gestellt haben. Und zwar einmal: Wird Beyoncé auch dieses Jahr wieder die Hälfte des Jahres auf Platz 1 stehen? Und wenn ja, mit wem? Sind Outkast auf Platz 1 ins neue Jahr gerutscht? Und wird Rob Thomas seine Berühmtheitsphobie überwinden, wenn der Matchbox 20 Frontmann nämlich einkaufen geht und so ein fanähnliches Wesen schaut ihn an, dann denkt er nicht etwa, klar, wieder so ein Fan, der sich freut, mich zu sehen, ja, sondern er denkt, verdammt, der macht sich bestimmt über mich lustig. Ich meine, vielleicht geht der Herr Thomas ja auch in Frauenklamotten einkaufen oder so. Dann könnte man ja verstehen, wenn der ein oder andere Passant sich über ihn lustig macht. Wie auch immer, Anfang 2004 hält sich der Ruhm noch in Grenzen. Bright Lights fällt nämlich einen Platz auf die 36. Kelis bleibt mit Milkshake wie der Rest der Top 10 auf ihrem angestammten Platz, also auf der 3. Wer weiß, vielleicht hat sich wenigstens auf den ersten beiden Plätzen was getan, und das verraten wir aus quotentechnischen Gründen natürlich erst gleich. Und das alles haben sie nur den Sternen. Wassermann und Dre als Zwilling so gegensätzlich sind, dass sie sich schon perfekt ergänzen. Ne? So einfach ist das.